Moin, liebe Frugalisten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal wieder ein Depot-Update. Das letzte ist zugegebenermaßen jetzt schon eine ganze Zeit her. Und beim letzten bin ich mit der Nachricht rausgerückt, dass ich ab sofort keine Einzelaktien oder zumindest nur noch wenig Einzelaktien besparen möchte und vermehrt auf ETFs setzen will. Und da war ich noch so ein bisschen skeptisch oder ängstlich, wie das bei euch aufgenommen wird oder von euch aufgenommen wird. Und da war die Reaktion aber echt ziemlich cool. Ihr habt gesagt, dass ihr es gut findet, wenn man seine Anlagestrategie nochmal korrigiert und sich möglicherweise dann oder mögliche Fehler eingesteht. Und seitdem habe ich dann aber gar nichts mehr dazu gesagt, wie die neue Anlagestrategie denn jetzt überhaupt aussieht. Und das möchte ich heute auf jeden Fall mal nachholen. Das heißt, ich zeige euch gleich, für welche ETFs ich mich jetzt genau entschieden habe und wie meine langfristige Investmentstrategie dann auch aussieht. Beziehungsweise vor allem möchte ich euch aber auch ein Tool zeigen, wie man ziemlich leicht herausfinden kann, ob mit den gewählten ETFs ein Klumpenrisiko im Depot vorliegt. Das heißt, dass man vielleicht die eine oder andere Aktie ein bisschen zu übergewichtet hat. Und zuletzt möchte ich euch dann aber auch noch zeigen, wie meine Assets jetzt insgesamt denn eigentlich aussehen und wie ich so vorhabe, meine Altersvorsorge jetzt so ein bisschen zu bestreiten damit oder auch die nächsten Jahre. Und das werde ich euch dann auch alles noch in einem Chart zeigen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Vorher aber noch, wie immer, das Disclaimer. Das ist natürlich alles nur meine eigene Meinung. Es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Also wenn ihr irgendwas davon gut findet, dann recherchiert auf jeden Fall nochmal selber, bevor ihr das einfach in euer Depot einbucht. Und ja, sollte euch das Video gefallen, gerne Daumen nach oben drücken, kommentiert auch gerne das Video. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich direkt in Portfolio Performance. So, da wären wir jetzt in Portfolio Performance. Und bevor ich jetzt mit dem ganzen ETF-Geplapper anfange, vielleicht nochmal ganz kurz so ein kleiner Rückblick zu meinen Einzelaktien und warum ich eigentlich davon abgerückt bin. Und das hier war mein oder ist mein Frugal zum Glück Community Depot gewesen. Das war das, was ich dann auch, ich sag mal, letztes Jahr im November angefangen habe zu besparen. Das waren 22 Einzeltitel an der Zahl, die ich alle immer mit jeweils 50 Euro bespart habe. Und ich habe mir als Benchmark, also als Vergleichsindex, ja immer den S&P 500 genommen und dann nochmal den MSCI World. Die sieht man hier oben. Und wenn man sich jetzt mal den Verlauf meines eigenen Portfolios anguckt, dann kann man hier recht schnell feststellen, dass das gar nicht mal so gut performt hat. Und das war ja dann auch für mich so ein bisschen der Auslöser. Ich habe mir vorher schon viele Gedanken darüber gemacht, ob ich weiterhin in Einzelaktien investieren möchte. Und das war für mich dann aber der Auslöser, dann doch das Handtuch zu werfen und meine ganze Strategie mal ein wenig zu überdenken. Und genau, dann bin ich ja Richtung Einzelaktien, Richtung ETFs tendiert und habe das mit den Einzelaktien mal so ein bisschen über Bord geworfen. Trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz zu meinem Depot. Wie hat das denn jetzt generell hier performt? Also das hier ist, wie gesagt, das Frugal zum Glück Community Depot. Man sieht, dass es jetzt in der letzten Zeit, also seit Auflage 1.11.2020, gar nicht mal so gut gelaufen ist. Hier in 21 aktuell 1,9% und in 2020 0,5%. Da wäre ich also mit wirklich jedem ETF deutlich besser gelaufen. Aber es ist natürlich jetzt ein vorschneller Schluss. Trotzdem fühle ich mich da deutlich wohler bei. Vielleicht nochmal die Erträge, das ist ja auch immer ziemlich interessant, wie denn das gelaufen ist. Und da sieht man auf jeden Fall, dass sich das Ganze ziemlich gut entwickelt hat. Das liegt aber vor allem jetzt auch daran, dass es im März eben einfach wahnsinnig viele Ausschüttungen gibt. Und das werdet ihr jetzt an meinem anderen Depot hier auch nochmal sehen. Das ist ja das, was ich vorher schon immer hatte. Und da gibt es beispielsweise jetzt im März zur Mitte des Monats bereits 6,50 € an Ausschüttung. Und dieser Monat erwartet mich noch, das ist dann wieder die Allianz. Da wird dann nochmal richtig viel rausgehauen. Und jetzt möchte ich aber eigentlich direkt zu den ETFs kommen, weil das ist ja das, worum es jetzt hier in diesem Video eigentlich gehen soll. Und zwar, für welche ETFs habe ich mich denn jetzt insgesamt entschieden? Und die Vorüberlegung war da so ein bisschen, dass ich auf jeden Fall natürlich die ganzen Blue Chips und ich sag mal die ganzen Value-Aktien mit rein oder Qualitätsaktien mit rein haben möchte. Das heißt, das Ganze soll sehr solide performen. Ich wollte jetzt keinen ETF, der mir irgendwie eine absolute High-Performance verspricht, wo ich schnell mit reich werden kann oder so ein Quatsch, sondern ich möchte das Ganze ja wirklich über Jahre, Jahrzehnte besparen. Und genau aus dem Grund habe ich die Einzelaktien ja weggelassen, weil ich das Ganze einfach nur laufen lassen möchte. Und da ist es natürlich dann naheliegend, dass ich auf irgendwelche Basis-ETFs gehe, wie beispielsweise sowas wie ein MSCI World oder so. Und genau dafür habe ich mich dann am Ende auch entschieden. Und hier vielleicht eine kleine Verlinkung an Aaron vom Kanal Homo Economicus, weil ich habe tatsächlich genau die ETFs auch genommen. Habe mir aber meinen eigenen Teil dazu quasi gedacht. Ich habe das Ganze für mich abgewogen, ob das für mich Sinn macht. Und letztendlich bin ich da sehr mit einverstanden, wie er das gemacht hat und finde das auch eine ziemlich coole Lösung. Und zwar sind es diese vier ETFs. Und ich befinde mich hier im Tool von Morningstar.de. Ich packe euch das Ganze mal in die Beschreibung, weil da kann man nämlich vier ETFs oder auch mehrere ETFs oder auch Einzelaktien
quasi in ein Portfolio packen und dieses Portfolio oder dieser Manager, der spuckt einem dann aus, inwiefern diese ganzen Einzelaktien korrelieren und man möglicherweise ein zu großes Klumpenrisiko eingeht. Und das habe ich auch mit diesen 4 ausgewählten ETFs gemacht. Jetzt vielleicht aber mal einen Schritt nach dem anderen, und zwar, welche großen Basis-ETFs habe ich genommen? Man spricht immer von dieser Aufteilung in 70-30 zwischen den Industrieländern, also beispielsweise dem MSCI World und den Emerging Markets. Das ist ja so ein gängiges Modell. Und daran habe ich mich auch ein bisschen orientiert. Und dementsprechend habe ich auch hier eine Art MSCI World genommen und hier eine Art Emerging Market. Das ist jetzt vielleicht für, ich weiß ja, dass auch einige hier immer mit zuschauen, die sich damit vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt haben. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber man kann sich das so vorstellen. Es gibt einmal die MSCI-Familie und einmal die Vanguard-Familie. Das ist dieser sogenannte FTSE, FTSE. Und das kann man sich vorstellen wie Lidl und Aldi. Beide haben Eigenprodukte für Orangensaft und bei Lidl ist es beispielsweise so, da heißt der Orangensaft Orangensaft A und bei Aldi heißt der Orangensaft B. Und genau das gleiche ist auch hier. Es gibt einmal die MSCI-Familie, die bietet für die Industrieländer den sogenannten MSCI World an. Und es gibt die Vanguard FTSE-Familie. Da ist quasi das Pendant, also der andere Orangensaft ist da dieser Developed World. Es sind eigentlich die gleichen Produkte, die unterscheiden sich nur in ein, zwei Sachen. Und zwar ist es einmal so, dass, dafür habe ich hier das von Just ETF mal aufgerufen, dass die MSCI-Familie Südkorea nicht als Industrieland wertet, sondern als Schwellenland und beispielsweise die FTSE von Vanguard, die bucht Südkorea schon als Industrieland ein und dementsprechend wird das auch im Developed World gebucht, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass der FTSE von Vanguard ein wenig mehr Dividenden ausschüttet und genau wie Aaron es auch gesagt hat, ist das auch für mich ja eigentlich eine ziemlich coole Eigenschaft und deswegen habe ich mich letztendlich auch für den FTSE entschieden. Wichtig ist jetzt nur, weil man das ja auch dann als Anfänger immer mal auf irgendwelchen Blogs liest, dass man eben den Emerging Market und eben diese Industrieländer kombinieren soll. Wenn ihr euch zum Beispiel jetzt für einen MSCI World entscheidet, dann solltet ihr auch darauf achten, dass ihr einen MSCI Emerging Market nehmt und da dann nicht eben durcheinander kommt und beispielsweise den Emerging Markets vom FTSE mit einbucht, weil dann habt ihr halt diese Länder so ein bisschen durcheinander gebracht, weil das ist innerhalb einer Familie, das heißt, das baut auch irgendwo aufeinander auf. Genau aus dem Grund habe ich mich jetzt für den ETF entschieden, von Vanguard einmal den Developed World und einmal den Emerging Market. Das ist das Erste. Und wenn man sich sowas jetzt aber auch nochmal darüber hinaus anguckt, dann kann man feststellen, dass in beiden, sowohl im MSCI World als auch im Developed World, diese sogenannten Small Caps nicht auftauchen. Small Caps, Mid Caps und Large Caps, das sind dann eben Unternehmen, die anhand ihrer Marktkapitalisierung gewichtet werden und in diesen Industrieländern bzw. in diesem MSCI World oder FTSE Developed World sind halt eben nur die mittleren und die sehr, sehr großen marktkapitalisierenden Firmen. Und dementsprechend fallen die ganzen sogenannten Small Caps da raus. Aber die performen natürlich auch schön, bevor die dann eben zu größeren marktkapitalisierenden Firmen werden. Und davon möchte man natürlich auch irgendwie ein bisschen partizipieren. Und deswegen finde ich das eine ziemlich coole Lösung und habe das auch direkt übernommen, dass man quasi einen Small Cap ETF noch da reinnimmt. Und weil die USA einfach, das kann man so sagen, ein super Performer ist und ich denke, die werden es auch in den nächsten Jahren bleiben, habe ich mich hier für ein Small Cap des S&P 500 bzw. 600 entschieden und da, wie gesagt, war eben die Inspiration so ein bisschen durch den anderen YouTube-Kanal. Und zu allerletzt ist es dann noch so, dass ich dann doch noch ein kleines wenig mehr Risiko fahren wollte und eben vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr Prozente an der Performance rauskitzeln wollte und deswegen eben dieser Nasdaq 100 von der Invesco-Familie. So, das erstmal zu den ETFs. Jetzt ist natürlich die berechtigte Kritik, wenn ich jetzt zum Beispiel noch sowas wie den Nasdaq 100 mit reingenommen habe, habe ich dann nicht das Problem eines enormen Klumpenrisikos und dafür ist dieses Tool jetzt eben ziemlich cool hier, weil das spuckt mir genau aus, wie viel Gewichtung die einzelnen Aktienanteile denn jetzt eigentlich insgesamt haben. Und man könnte jetzt davon ausgehen, dass wenn ich mir die beiden ETFs mal anschaue, zum Beispiel der Nasdaq 100 ETF und beispielsweise der Developed World, dass da eine ziemlich große Korrelation ist, was zum Beispiel diese größten 5 Aktien angeht, Apple, Microsoft und so weiter und so fort. Und dementsprechend muss man dann auch diese ETF-Anteile immer so ein bisschen unterschiedlich gewichten. Das habe ich aber gemacht und deswegen sieht man zum Beispiel, dass die Apple-Aktie in meinem Gesamtportfolio jetzt nur eine Gewichtung von 3,6% hat und das ist absolut in Ordnung und damit habe ich jetzt auch eigentlich
so ein bisschen vorgebeugt, dass ich kein Klumpenrisiko da drin habe. Die zweite Position mit Microsoft wäre bei 2,97 und das ist alles vollkommen in Ordnung. Warum hat das so gescheit geklappt? Weil ich mich jetzt eben dafür entschieden habe, diese ETFs hier wie folgt zu gewichten, also den Developed World mit 60%, Emerging Markets mit 20% und dann diese Small Caps und Nasdaq ETFs mit jeweils 10%. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 1.000 Euro investiere, dann habe ich halt den größten Batzen mit 600 Euro wirklich auf dem Developed World und das soll auch diese Basis darstellen und alles andere ist dann deutlich kleiner gewichtet. Das war das Erste, was ich euch dazu sagen wollte und jetzt ist es eigentlich, finde ich, noch interessant, was passiert denn jetzt eigentlich mit meinen ganzen Einzelaktien im Depot? Lasse ich die jetzt liegen oder werde ich die direkt veräußern? Und da ist es auf jeden Fall so, dass ich die gerade hier jetzt, wo ist es, Diagramm, Bestände, die werde ich auf jeden Fall alle liegen lassen, weil ich habe ja schon, ich sehe ja schon das Potenzial in denen, sonst hätte ich die ja niemals ausgewählt, aber ich werde die jetzt eben einfach nicht mehr besparen, außer eben zwei Firmen und das ist einmal die Tencent Holding und die Danaher Corporation oder Holding. Und warum werde ich genau die beiden noch weiter besparen? Das liegt zum einen daran, dass ich da in der Firmenstruktur auf jeden Fall Potenzial sehe, dass das von der Performance die nächsten Jahre auf jeden Fall noch weiter höher geht, aber weil das eben auch keine wirklichen Einzelaktien sind, sondern es ist halt jeweils eine Holding. Das bedeutet, man kann sich das Ganze nochmal wie einen kleinen ETF vorstellen. Das heißt, die sind selber nochmal so diversifiziert, dass man auch da eigentlich kein wirkliches Klumpenrisiko eingeht. Und wenn man sich jetzt mal anschaut hier, wie Tencent aufgebaut ist, wie viele unterschiedliche Sparten Tencent in sich vereint und wie viele unterschiedliche Firmen Tencent in sich vereint. Und genau das Gleiche eben mit Danaher. Da haben wir auch noch ganz unterschiedliche Firmenanteile. Und das ist dann eben für mich jetzt so ein bisschen der Grund gewesen, wieso ich wenigstens an diesen beiden Einzelaktien noch weiter festhalten möchte und die dann auch noch hin und wieder bespare. Das mache ich aktuell mit 50 Euro pro Aktie, aber auch da lasse ich mir jetzt eben die Wahl offen, vielleicht dann doch irgendwann nochmal andere Einzelwerte hinzuzunehmen. Genau, soviel dann zu den Einzelaktien. Also die möchte ich auf jeden Fall noch drin halten und dann habe ich mir aber nochmal überlegt, dass es vielleicht eigentlich auch ganz interessant sein könnte, mal meine ganzen Assets zu zeigen, wie bin ich denn jetzt insgesamt investiert und da habe ich für Insta mal so eine Übersicht gemacht, die werde ich jetzt die nächsten Tage auch hochladen und habe mal aufgelistet, wie genau die Anteile jetzt an den einzelnen Assets sind und ich bespare im Moment oder ich habe im Moment 67% Einzelaktien im Depot, das sind glaube ich 13.500 oder irgendwie sowas in Summe. Dann im Moment ein bisschen mehr als 1.500 oder sowas an ETFs, das macht im Moment 10% aus, aber dieses Stückchen wird auf Dauer halt immer größer werden, weil ich das aktuell jetzt ja nur noch bespare. P2P sind es aktuell 4%, das werde ich auf jeden Fall noch auf, ich sag mal, 5-10% steigern wollen. In P2P investiere ich aktuell 50 Euro und zwar in Bondora, weil ich damit auch super zufrieden bin. Und ich habe jetzt auch eine neue Asset-Klasse dazu genommen und das ist der Bitcoin. Da bin ich jetzt, glaube ich, mit 150 Euro drin und auch das werde ich noch so auf 2-3 Prozentpunkte, denke ich, ausbauen. Dann auf jeden Fall Cash. Cash aktuell 18%, da finde ich es aber nicht schlimm, wenn es am Ende nur noch 15% ist, weil ich eigentlich gerne investiert sein möchte mit viel Kapital, weil ich gerade einfach noch, ich sag mal, von meinem jungen Alter so ein bisschen ausnutzen möchte oder mein junges Alter ausnutzen möchte und möglichst viel eben jetzt schon anlegen möchte, dass sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Genau, soviel zu den Assets. Und dann als allerletztes, weil ich ja eigentlich jetzt hier mit so einer Serie aufgenommen habe, 15.000 Euro in 2021, ist es ja auch eigentlich ganz interessant, wie viel ich davon denn jetzt schon bespart habe. Und das habe ich jetzt mal nachträglich hier eingetragen, das war Januar und Februar, das hatte ich hier in den Videos aber gar nicht veröffentlicht. Im Januar hatte ich 1.130 Euro gespart und damit ich meinen Soll von 15.000 Euro aber langfristig erreiche, müsste ich jeden Monat 1.250 Euro sparen und das habe ich hier nicht geschafft, hier bin ich leicht drüber gekommen und hier habe ich es jetzt allerdings auch leider nicht komplett geschafft. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal anschaut, ich habe insgesamt bereits jetzt 3.650 Euro investiert in diesen ersten 3 Monaten und hätte aber, um mein Ziel oder auf der Höhe meines Ziels sein zu müssen, jetzt schon 3.750 Euro investieren müssen. Das heißt, ich bin im Moment mit 3% davon abgewichen und bin sozusagen unter meinem Ziel, aber ich denke mal, das kriege ich noch hin, dass ich das irgendwie dann doch noch steigern werde. Genau, soviel zu den ETFs. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, das Ganze so ein bisschen nachzustellen, dann holt euch auf jeden Fall noch eure eigenen Informationen rein. Ich finde aber grundsätzlich echt diese ETF-Strategie ziemlich cool. Für mich liegt einfach der große Vorteil darin, dass ich mich jetzt nicht mehr wirklich darum kümmern möchte. Ich möchte mich so ein bisschen mehr mit dem Thema Optionen jetzt auseinandersetzen und da wird so viel Zeit reinfließen, dass
beziehungsweise in einzelne Optionen, also sprich von 2, 3, 4 Aktien. Und da wird so viel Zeit reinfließen, dass ich diese ganzen 22 Titel einfach nicht überblicken kann. Und vor allem habe ich mich auch gefragt, werde ich es in Zukunft schaffen oder werde ich in Zukunft auch immer diese Informationen einholen, vielleicht auch noch gerade in 20, 25 Jahren, und immer up to date bleiben, was meine Einzelaktien angehen. Und die Frage konnte ich mir einfach nicht mit Ja beantworten und deswegen war es für mich der richtige Schritt, jetzt doch auf ETFs zu setzen. Genau, so viel zum Depot-Update. Ich wurde bei Instagram noch gefragt, ob es mich nervös macht zu investieren oder ob ich da ruhig schlafen kann oder irgendwie so war, glaube ich, die Frage. Kann ich auf jeden Fall hoppala, mit Ja beantworten, also oder mit Nein beantworten. Mich macht es nicht nervös. Inzwischen finde ich es eigentlich echt ziemlich cool, deswegen auch die ETF-Wahl und ich packe im Moment einfach fast jedes verfügbare Kapital irgendwie in Anlageklassen, weil ich da einfach richtig, ich finde es richtig cool, das ist für mich einfach ein viel größerer Benefit, als wenn ich mir irgendwie was anderes kaufen würde und deswegen habe ich auch richtig Lust, da in Zukunft noch viel, viel mehr zu sparen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, die Informationen zu ETFs etc. haben euch was gebracht, haben euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Depot-Update im April und dann hat sich hoffentlich schon wieder was getan.